In Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um die mittelfränkische Wirtschaft wurde Dieter Kempf mit der IHK-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Im Rahmen des Jahresempfangs überreichte Kammerpräsident Dirk von Vopelius dem DATEV-Vorstandsvorsitzenden die höchste Auszeichnung der IHK. Dieter Kempf hat die DATEV zu einem der größten Softwarehäuser Europas gemacht. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 844 Millionen Euro. Derzeit beschäftigt es 6.800 Mitarbeiter. Doch diesen Erfolg schreibt er nicht alleine auf seine Fahne. Bei mir war es sicherlich so, dass ich ein hervorragendes Fundament vorgefunden habe, das Heinz Sebeger, mein Vorgänger, aufgebaut hat, auf dem man wirklich hervorragend weitermachen konnte. Und dann ist sowas immer, das ist nicht nur Plattitüde, eine Frage eines Teams, mit dem man das tun darf. Ich hatte das Glück, mit einer hervorragenden Mannschaft die DATEV weiterentwickeln zu dürfen, dass es dann auch so gelungen ist. Da gehört auch ein Quantum weiteres Glück dazu. Wir freuen uns drüber. Lassen wir es dabei gut sein. Als Teamplayer punktete Dieter Kempf auch in seiner Funktion als Bitkom-Präsident. Laudator Günther Oettinger lobte dessen Sachverstand und die Zusammenarbeit des Branchenverbandes mit der Politik. Gleichzeitig warnte der EU-Kommissar in seiner Rede vor der digitalen Überlegenheit der Amerikaner und forderte eine Weiterentwicklung der digitalen Gesellschaft in Europa. Wir brauchen europäischen Datenschutz, wir brauchen europäische Standards für Datensicherheit. Wir brauchen eine viel leistungsfähigere Infrastruktur. Die Datenmenge, die wir transportieren, wird explodieren. Wir brauchen Weiterbildung. Wir brauchen mehr IT-Spezialisten. Aber jeder muss in seinem Beruf über digitale Dienste mehr wissen, als wir heute erkennen. Wir müssen im Grunde genommen unsere Geschäftsmodelle digital anpassen. Und die Aufbruchsstimmung sei gerechtfertigt, so der Digitalkommissar. Schließlich wird sich schon am Ende dieses Jahrzehnts entscheiden, wer Gewinner und wer Verlierer sei. Umdenken müsse man also und Grenzen verlassen. Übrigens, ein grenzenloses Klangerlebnis bot der musikalische Beitrag des Abends. Mit seiner Quadrophonie-Darbietung umwirbelte das Ensemble der Metropolmusik die Zuhörer und zeigte, dass unsere Region berechtigt als die Heimat für Kreative gilt.